Wir haben in der Geschichte der Luftfahrt gesehen, dass es 30 Jahre dauert, bis 15% Kraftstoff oder CO2 durch Technologie eingespart werden können. Im Gegensatz dazu ist es möglich, und zwar jetzt sofort, 50% der Klimawirkung einzusparen durch die Vermeidung von wärmenden Kondensstreifen. Welche Flugzeuge sind es denn jetzt, die die Kondensstreifen verursachen? Es sind die Passagierjets, wie wir sie alle kennen. Es sind nicht die Propellerflugzeuge, die niedrig fliegen, und es sind nicht die Businessjets, die vergleichsweise hoch fliegen. Breakthrough Energy stellt den Contrails Navigator zur Verfügung. Das ist ein Tool, was öffentlich zugängliche Daten aufnimmt und entsprechend so verarbeitet, dass man eigentlich hier schon selber seinen Flug planen könnte, um wärmende Kondensstreifen zu vermeiden. Ich habe jetzt einen Flug eingegeben von Hamburg nach New York und ich kann hier die Gebiete einblenden, wo Kondensstreifen auftreten könnten. In Grau und in Schwarz dann die kleineren Gebiete, wo wärmende, persistente Kondensstreifen auftreten. Und in unserem konkreten Fall bei dem Flug von Hamburg nach New York, typischerweise in 36.000 Fuß, kann ich mir auch entsprechend nur die Flughöhe anzeigen lassen. Dann werden die Gebiete eben immer kleiner und stelle fest, dass in der konkreten Flughöhe jetzt überhaupt keine wärmenden Kondensstreifengebiete in dem Flugweg sich befinden. Kondensstreifen und Kondensstreifenzirren verhalten sich wie Wolken. Wolken am Tage sind kühlend, Wolken in der Nacht sind wärmend. Dies im Gegensatz zu einer sternklaren, wolkenlosen Nacht im Winter, bei der es klirrend kalt ist. In Summe sind die wärmenden Kondensstreifen überwiegend. In der Nacht fliegen weniger Flugzeuge. Wir müssen also nur 5% der Flugbewegung umleiten, um 80% der Klimawirkung der Kondensstreifen zu vermeiden.